So, da bin ich wieder und weiter geht's. Achso, genau. Ich glaube, hier muss ich hoch. Und hier runter und jetzt gleich so eine... Genau. Bla 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 bla. Die kam hier so... Ey! Die ist ja echt da. Das habe ich noch nie gemacht. Gegen die gerannt. Scheiße, die kann mich sogar töten! Oha, wusste ich ja gar nicht. Das habe ich jetzt eben einfach mal so ausprobiert. Oh nö. Wächter. Da vorne muss ich mal einen Safe Point setzen sein. Ah, zum Glück ist es nicht ganz so weit. Was habe ich denn noch? Scheiß Pistolen. Irgendwie kann ich mit denen nicht um. So. Die Alma... Ja, das Kind heißt Alma. Das müsste eigentlich... Jeder kennen... Alt, bevor ich da runtergehe. Safe Point. Guck mal, Quick Save. Zack. So, zurückrennen. Aber dass die mich töten kann, das wusste ich nicht. Das wusste ich eben echt nicht. Na gut, und das muss so. Habe ich mir auch erst beim ersten Mal gefragt. Muss das so, muss das nicht so? Und wir sind doch gleich... Na gut, was heißt gleich? Na, fast an den Punkt angelangt, wo ich aufgehört habe. Intervall 03, Eskalation. Sorry. Intervall 03, Eskalation, Infiltrierung, Situation. Der Spionagesatellit Hannibal 3 ist wieder online. Ein Vierkampfeinsatzagent wurde lebend gefunden. Der verbleibende Einsatzagent wird noch vermisst. Aber seine Vitalwerte sind stabil. Paxton Vettels Ortungssignal wurde in dem Gebiet entdeckt. Also entdeckt, Punkt. SSEGD-Verstärkung ist auf dem Weg, um bei der Primärmission zu helfen. Mission. Der verbleibende Kampfeinsatzagent wird versuchen, Vettel zu finden und zu neutralisieren. Die technische Offizierin von 4 und die SSEGD-Eskorte suchen weiter nach dem vermissten 4-Einsatzagenten. Weiter geht's. Er lebt. Soll ich eine Evac-Einheit rufen? Er scheint unverletzt zu sein. Aber ich weiß echt nicht, wie er überleben konnte. Das ist jetzt nicht unsere erste Sorge. Ich hoffe, Vettel Sender nahe an dieser Position. Wir müssen den Kerl erledigen, und zwar schnell. Hin, suchen Sie weiter nach Jankowski. Ich empfange immer noch Vitalwerte von ihm. Sie können ihn nicht allein reinschicken, das ist Wahnsinn. Er kann auf sich aufpassen. Und jetzt los! Vorsichtig sein da drin. Ja, ja, kein Problem. Kurzer Quick Save. Und wir mussten hier runter, glaube ich. Und das waren, glaube ich, von den Replika-Soldaten schon die ersten Einsatz waren. Ich kann Ihnen wohl eine ganze Weile keine Verstärkung mehr schicken. Meine Leute wurden eben zum HQ von Armekam abkommandiert. Da läuft was ganz Großes. Ach nee, meine Leute sind da mittendrin. Schon verstanden. Ich wünschte, ich hätte hier das Sagen. Sind das dieselben Gangster? Sieht so aus. Ich habe noch keine Details. Das ist jetzt wohl kein verdeckter Einsatz mehr. Hillies! So, was war hier? Achso, genau. Ich weiß wieder. So. So, das Ding abhören. Das Ding drehen. Mike, was zur Hölle ist da drüben los? Klang wie eine Explosion. Ich kann da keinen erreichen. Ruf zurück. Ende der Nachrichten. Ende der Nachrichten. So, jetzt kommen wir auch weiter. Und zwar müssen wir nicht durch das große Tor... Nee, nicht durch das große Tor, sondern hier lang. Los, fall runter. Ist bestimmt nicht hoch. Sag ich doch. Der überlebt alles. Ja, Alma taucht gleich auf. Und bla, weil... Weil wenn das Hut so anfängt zu flattern... Weg da, Ratten. So, um hier übelst umher spastet. Denn ist hier in der Nähe, ja. So. Ja, da läuft sie wieder, bla. Achso.
Taschenlampe aus, Checkpoint. Und hoch. Und ein Heli. Kampfheli. Hier unten. Wer ist Roger? Naja, schon alter Witz. So, F5. Genau, da konnte ich nicht rein. Bullet Time. Der hat nämlich das schöne starke Gewehr. Ey! Warum nimmst du den Hund noch? Das ist unfair. Uncool. So. Mehr glaubt. Nee, mehr war hier nicht. Und weiter geht's. So. Wenn der jetzt noch lebt. Ich hab den Kopfschüsse verpasst. Ohne Ende. Und der lebt ja immer noch. Und der lebt auch noch. Meine Fresse, ey. Gibt's doch ja nicht. Frisst hier ein ganzes Magazin los. Auf geht's jetzt. Hier, stirb. Scheiß Assi. Meine Fresse. War hier noch was? Ne. War hier unten noch was? Gehe ich schon richtig? Halt, die Taste. Hatte ich den beim ersten Mal auch schon? Nee, glaub nicht. Also das war jetzt eben blind der Weg. Den kannte ich eben vorher auch nicht. So. Hoch mit dir. So, das Gewehr einsammeln, das Gewehr einsammeln. Friss noch mit meinen letzten paar Kugeln. Spaß. Gibt's ja Spaß, die, ey. Gibt's ja nicht. Wo muss die lang? Wo muss die lang? Achso, genau. Genau. So, Tür auf. Und Quick Save. Ganz wichtig. Also ich werde diese Taste sehr oft benutzen. Egal in welchem Spiel. Das habe ich glaube schon mal in Sniper Ghost Warrior gesagt. Also wenn man so eine Schnellspeicherfunktionstaste hat, sollte man die auch so oft wie möglich benutzen. Geh doch jetzt kaputt. Geh kaputt. Willst du mich verarschen? So. Weiter geht's. So. Einen Moment. Gleich wieder da. Ich werde wieder mal zerstört. Einen Moment. So, es kann weitergehen. Und es geht jetzt auch weiter. Bullet Time! Schön die Reihe durch. Immer in den Kopf. War das? Sollte es eigentlich gewesen sein. Sollte es eigentlich. Ja. Hinter mir. Warum bist du hinter mir? Hä? Nix von Anstand gehört? Nix von Anstand gehört, der Typ. Na, fix nachladen, 4 Schuss nur noch. Und jetzt sind aus den 4 45 geworden. Geil. Böser Feuerlöscher. So, fix mal das einsammeln. Ah, schade, habe ich nicht mehr. Beziehungsweise kann ich nicht mehr. Einmal F5. So. Immer in den Kopf. Immer in den Kopf. Immer in den Kopf. Immer in den Kopf. Los, 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 stirb! Yeah. Cool. Es läuft doch. Oh, Minikit. Es läuft. Moment mal. Noch ein Minikit. Pistole. Nein, 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 nein. Tür auf. So. Davon kriege ich auch wieder ein bisschen Muni.
nachgeladen ist. Die werde ich auch. Oh. Okay, die laden. Okay. Die laden sich alleine nach. Das ist schon mal praktisch. Werde ich nochmal. Ha! Ich auch genau auf den Checkpoint gesaved. Sowas soll mir aber auch erstmal eine nachmachen, obwohl ich nicht weiß, wo die Checkpoints sind. Achso. Z, F und F5. Die Tür war zu, genau. Laptops. Die Daten werden jetzt hochgeladen. Interessant. Ich habe eine Abwasseranalyse für den Aufsichtsrat von Amacom gefunden. Laut diesem Bericht kommt es flussaufwärts zu einer starken Kontamination. Keine Ahnung, warum Amacom das interessiert. Es sei denn, sie sind schuld daran. Wen interessiert, das war ein Alienware Laptop. Ist hier noch irgendwas Besonderes? Nö. Es kann wieder mal weitergehen. Rechts lang, links lang. Gehen wir erstmal links lang. In den Raum. Und ja. Gucken mal, was hier so los ist. Gar nichts. Was sind das für eckige Mäuse? Guck mal, wie eckig die sind. Tastatur kommt ja hin. Da fehlen aber die Windows-Tasten. Glaub ich mal. Müssten eigentlich die Windows-Tasten sein, die da fehlen. Müssten. Da geht's weiter. Ach genau, hier war bloß die verschlossene Tür. So. Oh. Ey, du stehst immer noch. Sag mal, wo kommst du her? Hast du eben von oben vom Dachdeck gesprungen? Oder wo? Ah, nachladen. Außer dem Bulletin. Und wieder rein. Oh, jetzt rennt er weg und auch. Komm her. Du brauchst doch nicht wegrennen, ich tu dir nichts Böses. Ich mach's eigentlich bloß. Holy shit, der ist doch mal gelenkig. Moment mal, so ein... Hä? Ja. Geile Liegeposition, also echt. Ich leg dich mal bequemer hin, los. Beine noch. Hinsetzen. Los. Mal ein bisschen bequemer hinlegen. So.